Heute zu Gast bei der Deutschen Bank in Freiburg, so früh am Morgen um 9 Uhr. Wir freuen uns über ein ganz besonderes Ereignis. Ich begrüße heute Herrn Michael Dold. Schön, dass Sie heute dabei sind für unser Kurzinterview. Hallo Herr Schweizer, ich freue mich auch. Und wir haben heute ein ganz tolles Thema. Sie bringen uns nämlich viel Freude, viel Glücksmomente mit. Und bei der Aktion von der Wilhelm-Oberle-Stiftung und wir helfen Kindern, Glücksmomente hier in Freiburg, werden Sie uns heute auch berichten, was Sie sonst noch so alles machen. Vielleicht erzählen Sie uns mal, was Sie genau machen bei der Deutschen Bank und wie oft Sie schon oder wie langjährig Sie schon die Aktion unterstützen. Sehr gerne. Also ich bin verantwortlich für den Bereich Wealth Management bei der Deutschen Bank und bin Mitglied der Geschäftsleitung. Ich beschäftige mich mit meinem Team also mit der Vermögensverwaltung von sehr, sehr wohlhabenden Familien, Stiftungen, Unternehmen, Kirchen. Das ist unsere Aufgabe und das schon seit Jahrzehnten. Und Sie unterstützen ja nicht nur seit jetzt die Glücksmomente, ja, sondern, wenn ich es richtig weiß, schon bereits zum 12. Mal. Korrekt. Herzlichen Dank dafür, das ist eine tolle Unterstützung immer wieder. Aber die Deutsche Bank ist ja nicht nur im Bereich der Glücksmomente in Freiburg tätig, sondern auch weitaus mehr in größeren Bereichen. Erzählen Sie doch mal was darüber. Sehr gerne. Also die Glücksmomente sind unsere Herzensangelegenheit, wie Sie sagen, schon seit 12 Jahren. Die Glücksmomente sind für uns eine Möglichkeit, ein Stück weit das, was wir geschäftlich tun, auch für die Gesellschaft zurückzugeben. Da ist die Kooperation mit der Wilhelm-Oberle-Stiftung und wir helfen Kindern seit 12 Jahren für uns eine unglaublich tolle Gelegenheit, das zu tun, weil wir neben dem finanziellen Engagement, was wichtig ist, um tatsächlich Glücksmomente auch stattfinden zu lassen, auch die persönliche Einbringen fördern für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir sind vor Ort, wir helfen mit, wir packen mit an. Und das ist eine ganz, ganz andere Wertigkeit, eine ganz, ganz andere besondere Situation für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für mich persönlich auch. Da sind die ganze Familie mit dabei. Wir wollen einfach helfen und das macht Spaß. Das sieht man Ihren Gesichtern auch immer an. Ich durfte es auch noch einige Zeit begleiten. Und man sieht es den Kindern wirklich auch an, wenn die reinkommen, von euch begrüßt werden. Jeder kriegt noch ein Getränk, jeder kriegt noch was zu essen, die strahlenden Augen. Ich glaube, das ist schon ein schöner Moment, den man mitnehmen kann. Vollkommen richtig. Sie haben ja auch angesprochen, das Thema, was machen wir noch? Ich meine, der Schwerpunkt unserer Aktivität, und das ist die Deutsche Bank an sich, die sich vor Jahren, Jahrzehnten überlegt hat, wie können wir helfen mit dem, was wir tatsächlich leisten, was können wir zurückgeben. Und wir wollen vor allen Dingen Kinder und Jugendliche unterstützen und da vor allen Dingen in der Ausbildung, in der Entwicklung. Daher versuchen wir hier vor Ort, neben der Initiative Wir helfen Kindern Glücksmomente, natürlich auch im schulischen Bereich einfach zu unterstützen. Und da haben wir ja auch viele Projekte im Schulbereich, im Jugendeinrichtungsbereich, die wir gemeinsam begleiten. Und da ist es uns auch wichtig, dass nicht nur der finanzielle Aspekt vorhanden ist, sondern dass wir persönlich vor Ort sind, unterstützen, helfen. Das ist unsere Aufgabe und so sehe ich das auch in unserer Definition. Also sehr schön, vielen Dank für die Rückmeldung. Also wir freuen uns immer sehr über das Engagement der Deutschen Bank. Und wir haben heute das freudige Ereignis, einen Scheck überreicht zu bekommen. In welcher Höhe? Wir konnten abermals 3.500 Euro entsprechend aufbringen. Das ist auch übermittelt von der Deutschen Bankstiftung, die Herrhausstiftung, die tatsächlich im Kern genau diese Aufgabe hat, Kinder und Jugendliche zu unterstützen in deren Entwicklung und ein Stück weit auch zurückzugeben. Wie gesagt, was wir an Gutes erleben, das können wir dadurch auch zurückgeben. Also vielen Dank für das Interview heute. Wir freuen uns sehr und sagen vielen Dank an die Deutsche Bank, an alle Gesellschaften, die hier mit unterstützen, an alle Privatpersonen auch, für diese tolle Aktion und freuen uns, dass wir diese Aktion in diesem Jahr zum 12. Mal durchführen können, solange uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Letztendlich freuen wir uns aber auf begeisterte Gesichter, begeisterte Jugendliche und Kinder, die an der Veranstaltung teilnehmen können und gehen damit zurück. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dold, und bis zum nächsten Mal. Ich danke.